Herzlich willkommen. Ja, vor 200 Jahren wurde Gottfried Keller geboren, der berühmte Schweizer Schriftsteller, dessen Romane und Novellen Sie sicher noch aus der Schulzeit kennen, etwa Der grüne Heinrich, Kleider machen Leute oder Romeo und Julia auf dem Dorfe. In der folgenden Stunde will ich erfahren, was uns Gottfried Keller heute noch zu sagen hat. Und mein heutiger Gast meint ganz schön viel. Philipp Theisson gilt als Shootingstar der Literaturwissenschaft und übernimmt diesen Sommer die Professur für neuere deutsche Literatur an der Universität in Zürich. Herzlich willkommen, Herr Theisson. Ja, danke schön. Ja, Gottfried Keller gilt als einer der ganz Großen. Warum eigentlich? Also wenn man mit einem ganz Großen einen Autor bezeichnet, der für uns noch Relevanz hat, also den wir noch lesen, obwohl er schon 200 Jahre alt ist, dann kann man sagen, er hat, weil er was hat, was andere Autoren eben nicht haben. Also sein Werk beinhaltet etwas, das wir bei anderen Autoren nicht finden. Mhm. Und das wir offensichtlich für relevant halten für uns, sonst würden wir ihn nicht mehr lesen. Und was wäre das? Naja, also Keller ist eigentlich der, so was wie der Autor der würdigen Enttäuschung. Das heißt, es ist ein Autor, der Texte schreibt, die sich immer wieder an Figuren und an Lebensläufen abarbeiten, die auf so einer Selbsttäuschung beruhen. Also Figuren, die ein sehr, sehr hohes, also sich selbst ein Fall, also Figuren, die eigentlich ein falsches Selbstbild mit sich umhertragen, die sich überhöhen und die dann lernen müssen, dass sie dann doch nicht das sind, was sie eigentlich sein wollen. Also die lernen scheitern, könnte man sagen, werden durch diese Texte auch gebrochen, aber nie so, dass sie dann entwürdigt werden dabei, sondern die lernen dabei eigentlich, wie man auch ohne Größenfantasie eine Würde erlangen kann. Der Text oder die Texte lassen ihnen diese Würde. Und am Schluss sind sie, wie das zum Beispiel in Dietiken heißt, das ist eine Novelle aus dem Seldwyla-Zyklus, nicht am Schluss heißt das, was ist Dietiken? Ein Krieger und dann heißt es nicht besser als andere jener Zeiten, vielmehr mit den gleichen Fehlern, nicht durch die gleichen Fehler eigentlich geprägt. Und dieses Fehler haben, nicht? Und bei den Fehlern bleiben. Man wird die auch eigentlich nicht los, aber man muss sie halt erkennen. Das ist eigentlich dasjenige, was wir bei Keller immer wieder finden und auch lernen können. Mhm. Über dieses Motiv des Scheiterns, ja, des Misslingens, diese überhöhten Erwartungen, ja, und Ideale, über das werden wir noch sprechen. Jetzt interessiert mich aber am Anfang noch, ja, wie aktuell ist denn das Werk? Warum sollen, ja, wir Keller gerade heute wieder lesen? Weil genau dieses Moment des Scheiterns, genau dieses Moment des Scheiterns in Würde etwas ist, was wir eigentlich verlernt haben. Und wir münzen das ganz leicht um und sagen, es geht da um sowas wie, ja, erkenne dich selbst, steh zu deinen Schwächen, also solche Selbsthilfe-, Beratungsmonologe, die es da gibt. Mhm. Aber das macht Keller gerade nicht, sondern was Keller macht ist, er setzt eigentlich diese, man könnte sagen, Erzählungen des Scheiterns in soziale Kontexte, in gesellschaftliche Kontexte. Das heißt, er zeigt, was passiert eigentlich in einer Gesellschaft, in der ganz viele von diesen Individuen herumlaufen, die ein falsches Selbstbild mit sich tragen und permanent darauf gestoßen werden, dass sie eigentlich gar nicht das sind, was sie sein sollen oder sein wollen. Oder was sie zu sein glauben. Oder was sie zu sein glauben eben. Mhm. Und was passiert mit so einer Gesellschaft, in der so viele Individuen dieses Problem haben, das nicht einzusehen und mit dem Scheitern nicht zurechtkommen? Mhm. Diese Leute projizieren die Schuld an der Diskrepanz zwischen dem Selbstbild und der Realität nach außen. Also jemand muss dafür verantwortlich sein, dass ich noch nicht oder nicht mehr oder gar nicht das bin, was ich eigentlich sein soll. Hm. Und da kann Keller tatsächlich sehr gut analysieren, wie in der Gesellschaft Polarisierungen, Polemik, Hass aufkommt, wie sich die Leute auch misstrauen, wie es zu solchen Phänomenen wie Mobbing kommt. Nicht? Wenn man eine Novelle liest wie Das verlorene Lachen, da geht es genau um sowas. Also wie entsteht das eigentlich? Warum fangen Leute an, andere auszuschließen, zu diffamieren, wie es heißt, zu entstellen? Mhm. Weil das alles Effekte sind von einer nicht bewältigten Enttäuschung.
die man mit sich herumträgt. Und dann den anderen die Schuld geben, ja, bis zum Mobbing. Genau. Man kennt das heute in Shitstorms, ja, genau, in den sozialen Medien. Das kennt er sehr gut, wie Gerüchte in Umwelt, wie Gerüchte in Umlauf gebracht werden. Das kann man bei Keller sehr gut sehen, wie das funktioniert. Man braucht ja gar nicht mal, und das lernt man eigentlich jetzt erst über soziale Medien, wie sowas funktioniert, aber Keller hat das schon vorher gekannt. Man braucht nicht mal einen ganz konkreten Vorwurf. Es reicht, wenn man sagt, irgendwas stimmt da nicht, und der kennt wiederum jemanden, der denjenigen kennt und der denjenigen kennt. Und die sind irgendwie, hängen die zusammen. Schon hat man im Grunde eine Gruppe isoliert, und die sind in ihrer Sprechposition gelähmt dadurch. Und das kann man da lernen bei Keller schon sehr früh. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, 200 Jahre feiern wir Geburtstag, ja? Gottfried Keller, am 19. Juli 1819 geboren. Derzeit wird er überall gelobt, es gibt Ausstellungen, Kongresse und so weiter. Man betont immer, wie gut und wichtig der war. Gibt es denn auch Dinge, die er so richtig schlecht gemacht hat? Peinliche Passagen, die man heute besser überlesen sollte? Überlesen soll man sowieso gar nichts, weil es kann sein, dass wir heute ganz viele Sachen grausig finden, die man in 50 Jahren ganz toll findet, weil man einfach das anders sehen kann. Also was ich sagen würde, ist, dass seine Lyrik aus meiner Perspektive nicht so groß ist, wie er sie gesehen hat. Das hat er mit anderen Realisten, also mit Storm zum Beispiel, gemeint, dass die alle geglaubt haben, wir sind doch Lyriker. Und man kennt die Lyrik heute eigentlich gar nicht so richtig mehr gut. Keller ist schon in der Epik breiter. Übrigens auch wie Storm, jemand, der eigentlich gern Dramatiker auch geworden wäre und es nie wurde. Man kann sagen, das konnte er nicht gut. Ja? Also als Lyriker ein bisschen gescheitert, als Dramatiker, auch als Maler werden wir als noch... Als Lyriker gescheitert hätte er nie gesagt, aber ich würde sagen, in der Qualität ist dann doch bis auf wenige Spitzen die Prosa schon... dasjenige, was eigentlich im Vordergrund stehen sollte bei Keller. Derzeit läuft eine Ausstellung im Museum Strauhof in Zürich und zu Keller, der träumende Realist heißt die. Ja. Und da gibt es auch Stellungnahmen von Expertinnen und Experten, Schriftstellerinnen und Literaturwissenschaftler. Und wir hören uns mal zwei, drei Stimmen dazu an. Er ist ein funkelnder Erzähler. Ein Erzähler von einem Witz und einem Humor, der fast unheimlich abgründig ist. Er ist gleichzeitig ein großer Genießer, ein Mann der festlichen Momente. Und dahinter ist immer eine tiefe Schwermut, eine Verschattung, ein Abgrund, auch der Trauer, die überhaupt nie ganz sich auflöst. Und diese Spannung ist für ihn ganz bezeichnend, denn das eine schärft und verstärkt das andere. Die Festlichkeit ist nur möglich wegen den tiefen Schwermutstagen, Wochen, Monaten. Das geht bei ihm oft Monate. Und das löst sich dann wieder auf in einer unvergleichlich farbigen und funkelnden Prosa. Gottfried Keller hat einen ganz, ganz besonderen, für mich sogar einzigartigen Sinn für das Große, zum Beispiel für Bäume, für den Wald und ganz besonders für die Natur, aber eigentlich auch für das Göttliche, obwohl er es dann in der zweiten Hälfte seines Lebens nicht mehr im Himmel oder in einer metaphysischen Dimension findet, sondern in der Welt drin. Aber er hat auch einen ganz besonderen Sinn für das Kleine, das Winzige, auch das Kleinliche. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass er das Kleine und Kleinliche vor allem in der Menschenwelt findet. Also eine Lieblingsfigur, die ich gefunden habe, ist John Cabys, oder hieß eben erst Johannes Cabys wahrscheinlich. Und das klang ihm aber zu wenig weltoffen oder wichtig auch. Und um sein Glück zu finden, hat er sich dann in John Cabys umbenannt und wollte dann zusätzlich auch noch, weil das irgendwie auch nicht funktioniert hat, das Glück dann trotzdem nicht gekommen ist, wollte er noch eine Frau heiraten, die er gefunden hat im Dorf, die Fräulein Oliva hieß. Und dann hat er gedacht, dann könne er John Cabys Oliva heißen. Und wenn dann das Glück nicht kommt, dann würde irgendwie, das ist ja unmöglich. Dann hat er herausgefunden, dass sie nur ihre Mutter so heißt
und sie selbst aber Köpfle. Genau, und dann hätte er John Cabys Köpfle geheißen und das war dann nicht das, was er sich vorgestellt hat. Und hat dann aber die Mutter gefragt, ob sie ihn vielleicht heiraten würde und sie wollte dann nicht. Das ist, ja. Und um sie zu fragen, ob sie ihn heiraten will, hat er sich alle Wertsachen, die er besitzt, irgendwie an sich drangehängt. Also nein, sowas Rührendes. Ja. Ja, was sich durchzieht, ist dieser Kontrast zwischen dem ganz Großen und dem ganz Kleinen oder zwischen dem Dunklen, Abgründigen und zwischen dem Hellen und Humorvollen, Festlichen. Wie passen denn diese beiden gegensätzlichen Stimmungswelten zusammen? Also muss ein bisschen trennen. Also die Sache mit der Kleinheit ist eine Sache, die wichtig ist, sicher. Wenn man jetzt zunächst mal fragt, worin liegen eigentlich diese... Also was macht denn diese Spannung aus zwischen diesem festlich Strahlenden und dem auch Vernichteten? Ja? Dann könnte man, also wenn man an den grünen Heinrich denkt zum Beispiel, nicht? Der grüne Heinrich kommt zurück in die Schweiz, 1844 geht über Basel, kommt an das große eidgenössische Schützenfest, gleichzeitig 400-Jahr-Feier der Schlacht von St. Jakob. Man sieht einen großen Aufzug und denkt, das ist, so wie es geschildert wird, nicht, da entsteht jetzt was. Nicht. Die Eidgenossenschaft ist schon auf dem Vormarsch, sie kommt. Die Stimmung ist entsprechend, ist ganz pathetisch. Mhm. Und das nützt nur dem Heinrich gar nichts, weil als der Heinrich nach Hause kommt, erwartet da auf ihn kein Festzug, sondern der Beerdigungszug seiner Mutter und er selbst stirbt dann auch später. Mhm. Nicht? Also der Bruch ist eigentlich mit inbegriffen, weil das heißt natürlich, das ist dann frei nach Walter Benjamin, Hoffnung gibt es halt dann schon, aber für uns eben nicht. Ja? Also für uns gibt es die Hoffnung nicht. Und das ist bei Keller immer mit dabei. Nicht, dass er eigentlich sagt, es geht nicht darum, dass es gar keine Hoffnung gibt oder alles ist schlecht, sondern die Misere des Individuums, des modernen Individuums, liegt darin, dass sie sehen kann, was möglich wäre, aber der Einzelne es nicht mehr erreichen kann. Mhm. Und das ist eigentlich der Bruch, der sowohl das Werk als auch das Leben von Keller ein bisschen durchzieht. Genau, aber diese Verschattung, dieses abgründige Dunkel, das läuft immer mit, wenn ich Sie richtig verstehe. Selbst in den festlichen, heiteren, humorvollen Passagen. Das gibt es überall. Also selbst eine Erzählung wie die drei gerechten Kammerer, die eigentlich sicher eine von den lustigsten Erzählungen ist, ja, die endet damit, dass der eine, der kriegt die Zyss-Bünzlin, der kommt dann noch einigermaßen gut weg, muss halt aber unter ihr leiden. Der zweite erhängt sich, der dritte wird wahnsinnig. Das ist keine heitere Erzählung, wenn man nach dem Ende geht. Ja. Aber es ist, bis man zu dem Punkt kommt, denkt man, das ist ja wahnsinnig, was das für Figuren sind, was für groteske Szenerien man da die ganze Zeit hat. Und dann kommt das Ende. Und das schwingt immer mit und gibt es... Es gibt eigentlich, ich müsste lange überlegen, bis ich eine Kellererzählung finde, wo ich sagen würde, da hat es das dann eben nicht. Es gibt immer diesen Dreh. Genau, und wir haben schon über dieses Scheitern gesprochen, das irgendwie zentral ist, die Texte kreisen um das. Warum denn ist das so zentral und hat das mit seiner eigenen Biografie auch zu tun? Also man darf es nicht ganz platt machen und sagen, war von sehr viel Misserfolg geplagt und hat deswegen lauter erfolglose Figuren entworfen. Aber natürlich ist es so, das ist ein Werk, das im Grunde ist ein Werk des Scheiterns, weil es aus einem Scheitern heraus auch entstanden ist, würde ich sagen. Nicht? Also gerade der grüne Heinrich, der erste große Roman, ist ja teilweise autobiografisch. Hat seine Jugendgeschichte da verarbeitet. Ja. Und also man kann sagen, wenn man sich Kellers Biografie anschaut, ja, amorös gescheitert und zwar ein Leben lang, immer wieder gescheitert. Also immer wieder verliebt, immer wieder verliebt, immer wieder unglücklich verliebt. Schulische Karriere, von der Schule geflogen, ja, erfolglos. Mit 14, 15 ja, oder? Ja, erste berufliche Ausbildung im Grunde in Sand gesetzt. Maler wollte er werden. Landschaftsmaler. Landschaftsmaler werden. Wobei ich ihn gar nicht so schlecht finde, wie er sich gefunden hat oder wie andere ihn gefunden haben. Ich finde das eigentlich ganz okay, aber jedenfalls nicht reüssiert. Und das ist im Grunde ja die Vorgeschichte, das ist der grüne Heinrich im Grunde bis dahin. Und man kann sagen,
Während der grüne Heinrich an diesem permanenten Scheitern zugrunde geht, ist Gottfried Keller derjenige, der aus dieser Geschichte dieses Scheiterns einfach durch einen Spurwechsel, nämlich von der Malerei in die Literatur, ein Werk des Scheiterns schafft und so eine zweite Karriere eigentlich beginnt, die dann eben nicht scheitert, sondern die eigentlich dann eben dann doch in einen Erfolg mündet. Indem er das Scheitern zum Thema macht. Genau, ja. Genau. Sein eigenes Scheitern im Grunde weiterführt. Ja. Sie haben Gottfried Keller auch den Anwalt des imperfekten Ichs genannt im Vorgespräch. Und ich fand das interessant. Das heißt, dass wir eigentlich immer dieses ideale Selbstbild haben oder Gefahr laufen, ein zu hohes ideales Selbstbild zu haben. Jetzt in unserer heutigen Zeit, wo wir von Selbstoptimierung reden, das Zauberwort der Stunde, zeigt uns da Keller eigentlich, dass wir mit dieser Idee von Selbstoptimierung auf dem Holzweg sind? Also das Problem ist natürlich, dass man, wenn man über Selbstoptimierung spricht, das in alle Richtungen ausschlagen kann. Und Keller sicher auch nichts dagegen gehabt hätte, wenn man sagt, man muss schon Ambition haben, besser zu werden. Nicht? Weil ein Teil des Scheiterns besteht ja immer darin, dass man sagt, okay, jetzt habe ich meine Fehler gesehen, jetzt muss ich es anders machen. Mhm. Nicht? Also selbst noch die Einsicht, dass man vieles nicht kann, könnte ein Weg in die Selbstoptimierung sein. Was bei Keller aber zweifellos nicht da ist, ist, dass man sagt, es geht hier um so diese Vorstellung von so einem Bildungsroman. Nicht? Also man muss erst dreimal auf die Herdplatte lang und dann macht man es nicht mehr und dann wird man jemand, der nächstes Mal Handschuhe anhat. Das heißt, im Scheitern schon gleich vorwegnehmen, dass man über das Scheitern, also jedes Scheitern eine Chance ist, das hat man bei Keller eigentlich gar nicht. Sondern es kann auch einfach sein, dass man im Scheitern dabei stehen bleibt, zu sagen, ich bin nicht mehr als die anderen. Ich muss einfach damit zurechtkommen. Ich muss mich letztendlich in der Unmöglichkeit von Größe zum Beispiel einrichten. Mhm. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Also Selbstperfektion heißt natürlich immer mit einer Vorstellung rumlaufen. Es gibt so etwas wie eine Unbesiegbarkeit, die man irgendwie erreichen kann. Es gibt so ein Endstadium, nicht, in bestimmten Bereichen, wo man dann auch sich gar nicht verbessern kann oder an dem man sich messen muss. Und Kellers Texte kommen immer wieder eigentlich auf den Punkt, dass man merkt, nee, die Figuren richten sich tatsächlich in dieser Unmöglichkeit von Größe ein. Und das heißt Bescheidenheit, und leben, oder? Bescheidenheit wäre die Tugend und Bescheidung. Und Bescheidenheit ist das Problem, sobald wir jetzt Bescheidenheit sagen, ist das schon wieder eine Tugend, in der man sich wieder verbessern könnte. Ist wieder ein neues Ziel, klar. Eben, genau. Ja. Und so her ist das gar nicht bei Keller, sondern es ist einfach so, wie ich es vorhin sagte, nicht? Auch wie alle anderen den Fehlern der Zeit unterworfen. Mhm. Ja? Mhm. Darüber raus geht es halt einfach nicht. Mhm. Und das einzusehen und sagen, gut, und dann machen wir mal sowas aus den Resten, was wir noch haben. Und das natürlich, da kommen wir dann auf die Poetik und auf die Kleinheit. Aber heißt das jetzt, man kann keine großen Träume mehr haben? Sie haben gesagt, Ambitionen schon noch. Aber doch, man kann die schon haben. Nur wenn man in Kellers Werk unterwegs ist, dann merkt man, diese Figuren erreichen diese Träume meistens auf dem Wege nicht. Mhm. Also das Glück erreichen sie so nicht, weil die großen Träume meistens nicht sozial gedacht werden können, meistens nicht in Gesellschaft gedacht werden können. Das teilt Keller mit ganz vielen utopischen Fantasien. Utopien sind meistens eigentlich Dystopien, von denen er die Gesellschaft abgezogen hat. Bei Keller ist es ja tatsächlich so, dass man diese großen Träume eigentlich nicht leben kann. Nicht? Die Leute, die in großen Träumen leben, das sind die Wahnsinnigen. Also zum Beispiel der Kurt vom Walde aus den missbrauchten Liebesbriefen, der meint, er wäre einer der größten Dichter der Gegenwart. Und wenn man von außen drauf guckt, ist es halt jemand, also man sagen würde, mach irgendwas Vernünftiges mit deinem Leben jetzt, aber nicht das. Mhm. Ja? Der macht aber immer wieder und deswegen finden wir das lustig. Mhm. Lebt in seiner eigenen Traumwelt. Ja, ja, er findet ja sogar noch eine Partnerin, die das auch so sieht. Ja. Ja. Ich meine, neben diesem gesellschaftlichen Ideal von heute der Selbstoptimierung gibt es ja das Ideal der Selbstverwirklichung. Werde du selbst, Authentizität. Mhm. War das denn für Keller eher ein Ideal, das er unterschreiben konnte oder ein Ziel, auf das hinzuarbeiten sich lohnen würde, sich selbst zu sein? Also es
Ja, also Keller würde das wahrscheinlich eher negativ formulieren, nicht? Also schwierig ist ganz euphorisch und affirmativ ein unechtes Leben zu führen, wie der Bootsfahr Ledger, also der Nahaufmaneck, der quasi meint, er wäre in der falschen Zeit und unechtes Leben hat. Die Schwierigkeit bei dem Begriff Authentizität, auch jenseits von Keller, liegt natürlich darin, dass die Vorstellung, authentisch zu sein, also man kann ja mal ausprobieren zu sagen, ich bin jetzt authentisch und ist man schon nicht mehr. Weil authentisch zu sein ja eigentlich bedeutet, es gibt einen Punkt, an dem man ganz präsent ist, ganz Substanz ist, ohne Zeichen ist, keine Rolle spielt. Und das ist was, bei dem ich sagen würde, da fährt Kellers Prosa mal ganz heftig dazwischen, weil sogar die Leute, die gerade dabei sind zu sagen, ich habe mich geläutert. Pankratz der Schmoller, der sagt, ich bin jetzt nach 15 Jahren Schmollen wegen Kartoffelbrei, bin ich jetzt durch die ganze Welt und habe dabei durch eine Frau und eine Begegnung mit einem Löwen gelernt, nicht mehr zu schmollen. Und jetzt erzähle ich euch die Geschichte, jetzt komme ich zu mir selber. Also diese Überhöhung des Schmollens habe ich abgelegt. Mhm. Und während er das erzählt, schlafen die beiden Zuhörer, seine Mutter, seine Schwester, schlafen ein, kriegen die entscheidende Geschichte nicht mit, die Liebesgeschichte. Und dann geht es darum, ja, jetzt haben wir das nicht mitgekriegt. Nee, ich erzähle aber nicht nochmal. Ist er wieder beleidigt? Und schon ist er, also er wird diese Fehler gar nicht los. Okay, und das heißt, der Mensch kann eigentlich nicht authentisch sein. Wir spielen immer in Rollen. Das zu wissen ist gut. Ich meine, es gibt ja dieses berühmte Stück in die Leute von Seldwyla, ja. Kleider machen Leute. Ja. 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 Und da kommt das ja auch, dass wir irgendwie durch die Inszenierung von uns selbst irgendwie an Selbstwert gewinnen, auch bestimmte Dinge erreichen können in der Welt, in der Gesellschaft. Ja. Und da gibt es eine andere Geschichte, wo jemand, die Julia Weber hat das erwähnt, den Namen ändert. Ja, der Schmied seines Glückes, ja. Genau, das heißt, so dieses Rollenspiel, die Selbstinszenierung ist permanent auch ein Thema bei Keller. Ist permanent ein Thema. Ich meine, Kleider machen Leute ist deswegen natürlich vor allem interessant, weil man ja merkt, der Wenzel Strapinski, das ist ja jemand, der inszeniert sich ja erstmal nicht selbst, sondern der wird inszeniert. Nicht durch Bemerkungen, durch dass er sich was überzieht, aber er macht das ja eigentlich ursprünglich gar nicht in der Absicht, jemanden zu täuschen. Er nimmt dann eine Rolle an, die ihm angetragen wird. Und das machen wir ja natürlich auch sehr häufig, oder? Dass die Rolle erstmal von anderen zugeschrieben wird, und wir nehmen sie dann an. Die Art, wie man anmoderiert wird, die Art, wie man irgendwo geframed wird, wie man heute sagen. Also wenn es nicht negativ ist, nimmt man das erstmal mit und schon hat man auf einmal Kompetenzen, die man gar nicht hat. Mhm. Und Titel, die man gar nicht hat, wobei das hat man eigentlich selten. Sie geben mir das Stichwort. Ich habe Sie als Shootingstar der Literaturwissenschaftler anmoderiert. Ja, zum Beispiel. Nicht ohne Grund. Sie sind ja wirklich ein Hans Dampf in allen Gassen, kann man sagen. Ich muss es ablesen, was Sie alles gemacht haben. Sie haben Germanistik, Mediavistik, Philosophie studiert in Tübingen und Zürich, wurden dann 2013 Förderprofessor an der Uni Zürich, haben wirklich keine Scheu vor Alltags- und Popkultur. Also Sie haben ein Forschungsprojekt geleitet zum außerirdischen Leben in der Literatur, haben ein Buch über das Plagiat geschrieben, beraten die Kulturstiftung Pro Helvetia, schreiben Rezensionen, sind Mitherausgeber einer renommierten Zeitschrift, betreiben einen Literaturblog, sind Präsident der Theodor Storm Gesellschaft, bald ordentlicher Professor und sie sprechen als gebürtiger Deutscher eigentlich perfekt Schweizerdeutsch, als kämen sie von Fribourg, aber sie leben eigentlich in Zürich. Wie machen Sie das alles? Wie bringen Sie das unter einen Hut? Und ist da die Gefahr des Scheiterns nicht vorprogrammiert? Doch, natürlich. Also muss ich sagen, also man scheitert natürlich dann immer irgendwo. Es geht ja nur darum, dass man gut Regie führen kann. Das heißt, diese Gespräche kenne ich natürlich, dass man sagt, wie macht man das? Und eigentlich geht es darum, dass man schaut, man kriegt alles irgendwie hin, aber man muss immer so schieben. Nicht? Also Souveränität ist auch oft was Gespieltes in diesen Berufen. Und es ist ja auch nicht so, dass ich alles gleichzeitig gemacht habe, sondern manche Sachen habe ich gemacht schon. Und was vielleicht ein Problem ist, ich interessiere mich oft für alles. Und das geht manchmal zulasten von Tiefe. Das ist sicher so. Also wenn man sich schnell ablenken lässt und schnell Aufmerksamkeit auf andere Themen lenkt, dann kommt man vielleicht manchmal gar nicht so tief, wie man will oder wie man sollte. Aber kann auch etwas entstehen aus diesen Querverbindungen? Ja, ja, genau. Wie bei Keller. Man hat da lauter so kleine Sachen.
wie die Lade der Züs Bünzlin. Also hier irgendwie eine Bonbonbüchse aus Zitronenschale und da eine Nadel und da ein Osterei und da irgendwie ein Kirschkern und hier noch eine Nuss. Und irgendwas wird da draus. Es gibt dann Erzählungen. Und man merkt, die Dinge spielen miteinander. Und bei mir ist es eigentlich auch ein bisschen so, diese verschiedenen Themen, also sowohl Alltagskultur, Populärkultur, als auch im Grunde klassische, ja, germanistische Thematiken, die machen zusammen schon oft Sinn. Also man kann viel über Fiktion lernen, wenn man sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, zum Beispiel. Mhm. Also das ist so. Und ja, Sie machen ja diese Verbindung auch immer in Ihren Texten und Vorträgen. Ja. Das ist sehr erhellend. Ja. Jetzt möchte ich mit Ihnen noch über etwas ganz Wichtiges von Keller sprechen, das wir bis jetzt ausgelassen haben, nämlich den Humor. Ja. Den Witz. Mhm. Welche Art von Humor ist denn das? Kann man das irgendwie einfangen und warum ist ihm das so wichtig? Mhm. Also ich würde eigentlich weniger von Humor als von Komik sprechen. Also Humor ist ein bisschen, weil Humor hat eine andere Perspektive. Die Komik ergibt sich bei Keller ja aus diesen Prozessen, über die wir schon gesprochen haben. Können Sie vielleicht diese Abgrenzung ein bisschen erläutern zwischen also, Komik und Also Humor heißt ja im Grunde, bezeichnet ja ein Vermögen, das wir haben, das wir mit uns herumtragen, nicht, dass wir empfinden können, etwas, dass wir im Grunde eine Situation in ihrem Missverhältnis einschätzen und als belustigend empfinden können. Komik wäre was anderes. Komik ist das, was wir inszenieren können, nicht? Und was Keller macht, ist natürlich in seinen Werken, er inszeniert oder er führt Konstellationen herbei, die wir komisch finden. Ja? Und also da, wo wir lachen, könnte man sagen, das ist humoresk. Vielleicht ist es aber gar nicht so humoresk, sondern vielleicht hat das viel mehr was mit Komik zu tun. Das ist bei Keller wie folgt eigentlich. Ich habe es vorhin schon gesagt, also diese Lernprozesse, die Leute zurücklegen müssen auf ihrem Wege zurück vom Scheitern. Also jemand, der immer meint, er sei schon was und ist noch nichts. Mhm. Das kann man komisch inszenieren. Denken Sie an den Herrn Jacques in den Zürcher Novellen. Also ein Penäler, der so tut, als ob er schon im Grunde ein großer Gelehrter wäre und dann so Sätze schreibt wie, man sieht, die Dinge lagen nicht so einfach, wie es schien. Oder dann immer überall Sick dahinter schreibt, was man in den Sikamber nennt. Also so eine Eitelkeit, die, wenn man einen Schritt weg macht und von außen schaut, natürlich lächerlich wirkt. Und in dem Moment, in dem solche Leute dann diese Rolle ausfüllen müssen und weiterspielen müssen, wird es natürlich immer lustiger. Ja, dann ist es eine Komik der Herabsetzung eigentlich, die da betrieben wird. Ist aber immer auch gekoppelt, muss man sagen, diese Komik kann schnell umschlagen in etwas Tragisches. Also wenn Sie den Narr auf Manek nehmen, jemand, der auch die ganze Zeit in der falschen Zeit lebt und deswegen ist es ein Narr, ja, er steht im Grunde gegen seine Welt, gegen seine Zeit, wir schauen auf ihn drauf und können ihn verlachen. Der kriegt aber diesen Lernprozess nicht hin. Der kriegt diesen Lernprozess nicht hin, der lernt nicht scheitern, sondern der scheitert im Tod. Also der stirbt dann am Schluss. Und dann wird es tragisch. Da wird die Komik zur Tragik. Aber diese Diskrepanzen zwischen dem Schein und dem Sein, die schreitet Keller natürlich ganz oft und immer wieder aus. Und das ist natürlich schon lustig von außen betrachtet. Mhm. Keller gilt ja auch als Vertreter des Realismus. Ja. Kann ich die beiden Dinge zusammendenken? Mhm. Diese Komik und diesen Realismus ist irgendwie Humor oder dieser Blick auf die Welt und dieses Lachen auch über sich selbst. Ist das die einzige Haltung, die wir angemessene Haltung, die wir gegenüber der Realität haben können? Oder wie ist da genau die Verbindung zwischen Humor und Realismus? Es ist sicher eine angemessene Haltung gegenüber dem. Bei Realismus ist das große Problem ja, dass die großen Texte, die wir dem Realismus heute zuordnen, oder die großen Autorinnen und Autoren, die wir da zuordnen, dass die in der Praxis eigentlich alle das Gegenteil von dem machen, was die Theorie eigentlich anordnet. Also ist die Theorie des Realismus, die relativ stark begrenzt, was wie geschildert werden soll und was nicht vorkommen soll. Keine Gespenster, keine Wollust, kein Begehren. Das machen die alles, immer. Okay. Und man kann deswegen umgekehrt vielleicht sagen, wahrscheinlich lernt man durch Keller über Realismus mehr, als wenn man das jetzt zuordnet. Okay. Nämlich, was ja der Realismus eigentlich, also man sagen kann, was zeichnet Realismus aus? Der Realismus als eine literarische Strömung ist ja etwas, das
im Nachgang, also nach Goethe, nach Hegel, nach dem großen Gott des 19. Jahrhunderts der Geschichte, nach dem Weltgeist ans Licht kommt. Mhm. Und das, was man dann mit Immermann das Zeitalter der Epigonen genannt hat. Und der Realismus kann im Grunde sagen, das liegt hinter uns, wir kriegen das nicht mehr. Dieses Ideal. Das Große kriegen wir nicht mehr. Dieses, was man da, das sinnliche Scheinen der Idee, nicht? Mhm. In der Kunst, mhm. Das kriegen wir nicht mehr hin. Mhm. Das ist nicht mehr das, was wir leisten können, vielleicht aber auch gar nicht leisten sollen. Weil wenn wir nur immer drauf schauen, welche Gegenstände eigentlich ästhetisch wertvoll sind, welche geschildert werden dürfen, wo wir eine Ordnung und eine Form haben, dann entgeht uns vielleicht ganz vieles. Ja, würde ich sagen. Ja. Und dieses Abbrechen, dass man sagt, wir lassen das mal außen vor, mhm. Und jetzt gucken wir mal, Hildegard Keller hat im Einspieler vorhin erwähnt, auf das Kleine, auf diese Abfelsel, die mhm. dann noch auf das Unterholz. Und da sind auch noch Dinge, und die sind vielleicht ganz spannend und faszinierend. Und aus denen gibt es vielleicht noch so etwas wie Sinn zu generieren. Mhm. Ja, aus denen kann man vielleicht noch was machen. Vielleicht nicht das ganz Große, aber das ist im Grunde, was Realismus macht. Und das macht Keller sehr wohl. Und das wäre die Aufgabe der Kunst, der Literatur nach Keller, dass man da hinschaut, wo die sozusagen der Idealismus, ja. die Klassik nicht ja. hingeschaut hat. Ja. Und das Unperfekte, das Gewusel, das Kleinliche. Genau. Diese Dinge sprechen machen, diese Dinge sprechen lassen. Dass Dinge überall, an allen Ecken, hier am Glas, hängen Geschichten, aus denen sich im Grunde für uns ein Sinn generieren lässt. Mhm. Die Kunst hat eigentlich die Aufgabe, genau diese Geschichten zu heben und für uns dadurch die Welt nochmal neu sichtbar zu machen. Das kann ich aber nicht, wenn ich permanent sage, ich muss bestimmte Gegenstände darstellen, an denen ich mich dann in meiner Wahrnehmung orientieren muss. Mhm. Sondern ich muss im Grunde sagen, das, was nebendran liegt, das, was übrig geblieben ist, das hat auch einen Wert. Das sind die Figuren bei Keller und das sind natürlich die Gegenstände und auch die kleinen Geschichtchen. Das klingt mir so ein bisschen nach Adorno auch. Also die Kunst mhm. soll irgendwie das Kleine, das Ausgeschlossene, was nicht ins System passt, mhm. das Randständige irgendwie wieder zum Sprechen bringen. Das könnte man mit Adorno so lesen. Mhm. Ich glaube durchaus auch, dass die kritische Theorie an Keller auch sehr gut Anschluss findet. Mhm. Ja. Bei Keller ist es gleichwohl natürlich erstmal nicht politisch gemünzt, nicht? Aber es ist natürlich, die Kehre, die er hat, ist schon auch eine anti-ideologische. Mhm. Das ist schon eine anti-ideologische Kehre, dass man sagt, man darf, also auch in den Texten, auch im Grünen Heinrich, die Abkehr vom Ideal der burgesische Fechter, nicht, den man nachzeichnen muss, und man sagt, nee, warum eigentlich? Mhm. Warum eigentlich? Vielleicht geht es um das, was daneben liegt. Mhm, ja? Genau. Ja. Ja, und diese, also einerseits, dass die Kunst unseren Blick verändert, aber ja. Keller war ja schon auch gesellschaftskritisch, politisch sehr ja. stark engagiert ja. und wollte auch die Verhältnisse ändern. Also ja. Mitte des 19. Jahrhunderts in der Schweiz, ja. Gründung des Bundesstaates ja. 1848, mhm. davor und danach, genau, Sie sagen immer wieder. Mhm. Damals gab es ja so etwas wie einen Kulturkampf zwischen den konservativen katholischen ja. und den liberalen progressiven. Wo stand da Keller ja, politisch? Wenn man die Konservativen ausnimmt, stand Keller in Zeit seines Lebens eigentlich überall fast einmal, kann man sagen. Also man muss ja wissen, die Geburt des Schriftstellers Kellers nach der Rückkehr aus München 1842, die folgt eigentlich im Rahmen einer Politisierung. Nicht? Der liest Herweg und Freilichrath, der macht dann politische Lyrik. Man kennt so das Jesuitenlied, nicht? Kontext Freischarenzüge, Sonderbundskrieg dann später. Natürlich auch gerichtet gegen die konservative Regierung in Zürich, die nach dem Zürich-Putsch 1839 sie installiert hatte. Und da könnte man sagen, da war er noch ein Radikaler eigentlich. Ne? Da ist er schon noch ganz klar erkennbar. Er hat ja, ja. bei diesen Freischarenzügen ja. ist ja. mitgelaufen. Ja, die ist schon mitgelaufen, aber wie man ja durch Emmertinger weiß, sind die Zürcher ja nie bis nach Luzern gekommen, sondern sind nach der Kantonsgrenze gleich in die Beiz. Also es ist schon sehr gespielt, ne? Also das muss man sagen. Mhm. Und da kann man ihn noch ganz eindeutig den Radikalen zuordnen. 1848, also in dem Moment, in dem man den Bundesstaat hat, geht Keller ironischerweise gleich sofort wieder nach Deutschland. Also die jungen Jahre kriegt er gar nicht mit. Da ist er 7 Jahre dann erst in Heidelberg und dann in Berlin. Und als er dann zurückkommt,
Da wird es dann interessant, weil da hat sich natürlich in der Schweiz schon und in Zürich speziell natürlich das System Escher etabliert, also Alfred Eschers Zugriff. Die Liberalen eigentlich regieren da, man könnte sagen. Der große Unternehmer, ja, der am Gotthard-Projekt maßgeblich beteiligt war, ja. Gotthardbau, dann die Schweizer Kreditanstalt, ja, heute genau. Credit Suisse und die ETH mitgegründet hat. Ja, das und natürlich, also ja. Das im Grunde auch die Vorläufe der Swissre, könnte man sagen, gehört auch dazu. Aber was man sehen kann, ist, dass Keller da natürlich nicht nur auf Distanz ist, sondern sehr kritisch ist. Also man vermutet natürlich auf der Seite der Opposition, die gegen die Liberalen steht, also bei den Demokraten, dass eigentlich die Liberalen eigensinnig sind. Also es gibt in einem Wahlaufruf, den Keller 1860 initiiert hat, den Ausdruck die Verschliffenheit der Grundsätze. Das heißt, man traut eigentlich den Liberalen nicht über den Weg, beziehungsweise man sagt, sobald es darum geht, gefährdet man den Profit und die Wirtschaft, sind im Grunde Verfassung und Konstitution eigentlich egal. Mhm. Das macht sich natürlich fest 1859-60 am Savoyer-Handel, das heißt Konflikt mit Frankreich, Napoleon III., wo es darum ging, setzt die Schweiz eigentlich ihr Recht durch, nicht? Und besetzt Savoyen und riskiert natürlich einen militärischen Konflikt mit Frankreich, den man sofort verloren hätte, also das war ganz klar. Mhm. Oder beugt man sich, nicht? Und die Liberalen haben sich zurückgezogen, Escher hat dann gesagt, nee, also Neutralität haben wir ja und Neutralität verträgt sich nicht mit einer Intervention im Ausland. Ja. Und da sind die dann auf die Barrikaden gegangen. Mhm. Stempfli ist das vor allem gewesen. Ja, dann. Das Problem, was sich ein bisschen dann zeigt, ist, dass die Kritik an dem System Escher ist immer so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ich würde immer sagen, nominos. Also es wird nicht richtig ein konkreter Missstand benannt, sondern es wird eigentlich immer gesagt, also Verdacht auf Korruption, Ämterhäufung. Es wird so angedeutet. Und das kehrt sich dann, nämlich 1862 wird ja dann Keller Staatsschreiber, also er wechselt im Grunde die Seite, er wird dann eigentlich ein Profiteur und man könnte sagen, ein Bediensteter des Systems Escher. Und dann beginnt er eigentlich, diese Opposition, zu der er vorher gehört hatte, ganz radikal zu kritisieren. In der Novelle Das verlorene Lachen, über die ich gesprochen habe, da geht es genau darum. Es geht nicht mehr darum, was haben die zu kritisieren, sondern wie gehen die vor? Nämlich eben mit Verleumdung, also man zieht im Grunde ehrbare Männer an die Öffentlichkeit, unterstellt ihnen uneheliche Kinder. Und dann kommen diese ganzen, man könnte sagen, Shitstorm-Mobbing-Verfahren. Mhm. Es gibt dann eine Frau, die heißt dann in der Novelle Das Ölweib, die eigentlich diese Gerüchte streut und koordiniert und dann erscheinen anonyme Schriften und so weiter. Und dagegen, das zeigt er eigentlich auf, also das entwürdigt letztendlich die Opposition und gibt vielmehr eigentlich den Leuten Recht, die im Amt sind und die da beschossen mhm. werden. Also er ist da nicht extrem apologetisch gegenüber Escher, aber er schützt natürlich das System dann schon. Als Escher dann tot ist, wird er Apologet. Nicht? Da fürs Denkmal von Escher, da ist er Escher. Der tote Escher ist quasi ein Muster, das keiner mehr erreichen kann. Mhm. Das keiner mehr erreichen. Ja, es ist wirklich ambivalent und das wandelt sich. Ja, das ist natürlich auch ein Rollenkonflikt, den er dann hat als Staatsschreiber irgendwie über diese 15 Jahre oder wie viele es sind, wo er irgendwie vom Opponenten plötzlich zum Repräsentanten dieses Systems wird, genau in der Zeit. Ich möchte mit Ihnen nochmal zurückgehen, nämlich 1848, Gründung des Bundesstaates, wo er da weggeht, wie Sie gesagt haben, nach Heidelberg nämlich. Ja. Und da passiert eine Wende zur Diesseitigkeit, wird es auch genannt. Er hört nämlich Ludwig Feuerbach, den großen Religionskritiker. Genau, also Keller kommt nach Heidelberg 1848 und da hält Feuerbach, allerdings nicht in offiziellen Universitätsgebäuden, weil das haben sie ihm verboten, hält Feuerbach seine Vorlesung vom Wesen der Religion. Und für Keller ist das geistige Erlebnis, ein prägende Erlebnis gewesen in seinem Leben, kann man sagen. Also, können Sie kurz Feuerbachs Position zusammenfassen? Ja, also die Kritik, die Feuerbach an der Religion ja übt, ist ein, dass man sagt, man muss sie im Grunde als ein kulturanthropologisches Phänomen betrachten, die Religion. Er nimmt die dann so auseinander.
Also nicht Gott hat uns geschaffen, sondern wir, ja, die Götter. Also ja, wir haben die Götter im Grunde geschaffen. Ja. Es ist keine Position, eigentlich, die so ganz radikal, also die ist keine atheistische Position, könnte man sagen, sondern es ist eine, die noch immer auf den Punkt zurückkommt, das, was die Religion in uns schafft, nicht? Das kann man noch irgendwie benennen. Das ist auch was Numinoses, nicht? Das, man kann das dann Seele nennen zum Beispiel. Oder, also es gibt bei Feuerbach auch noch solche Reste. Mhm. Für Keller ist es ja interessant, dass er das ganz anders nochmal sieht. Also er betreibt das ganz affirmativ. Er sagt, Feuerbach, übrigens nach seiner Auskunft ein ganz schlechter Redner, also ganz schlechter Vorträger. Mhm. Feuerbach bringt mir eigentlich Folgendes bei. Ich muss, die Welt ist eine Republik, schreibt ein Wilhelm Baumgartner. Die Welt ist eine Republik, die braucht keinen Monarchen, also einen persönlichen Gott, der über allem steht, nicht der willkürlich verfahren kann. Das braucht es nicht. Dieser Gedanke hat mich befreit. Ja? Was geht damit einher? Er sagt dann noch, die Unsterblichkeit geht in Kauf. Ja? Also Unsterblichkeit gibt es auch nicht mehr. Mhm. Und dann sagt er, und das ist eigentlich wichtig. Und davor hat er an all das geglaubt? Ja, zumindest aus der Negation lässt sich das rauslesen. Mhm. Ja. Und dann sagt man, naja, was bleibt uns eigentlich dann noch? Keller hat dann so die Vermutung, alle meinen, das wäre dann alles viel profaner und grauer. Aber ich sage, es ist alles viel glühender und farbiger und tiefer jetzt, nachdem ich im Grunde mit all dem Schluss gemacht habe. Weil jetzt bin ich ganz radikal diesseitig. Ja? Also das heißt, er sieht Diesseitigkeit, der Verzicht auf diesen Überbau. Mhm. Da haben wir die Verbindung wieder zu den anderen Geschichten, über die wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Er ist der Verzicht auf diesen auf dem theologischen Überbau, ermöglicht mir die Sicht auf die Wirklichkeit. Und darauf das Leben nach dem Tod. Das ist ja natürlich dann ist hier, dass wir jetzt, genau, was wir jetzt haben, das Einzige, was wir genau haben. Es gibt sogar noch eine radikalere Forderung. Er sagt, er glaubt daran, dass es in Zukunft keinen Künstler geben wird, der nicht ausschließlich sterblicher Mensch sein will. Will. Sein will, ja. Mhm. Das heißt, Kunst kann in seiner Vorstellung nur der machen, der tatsächlich auf Unsterblichkeit verzichtet und das nicht als ein Konzept ansieht, dass der Kunst etwas nützt, also etwas Transzendentes, sondern Kunst kann nur der machen, der wirklich nur in der Wirklichkeit eigentlich zu Hause ist und auf die Dinge schaut. Mhm. Das ist ein ganz, ganz prägendes Erlebnis für ihn gewesen und hat eigentlich alles Weitere, was wir in dem Bereich Weltanschauung von Keller schreiben können, bedingt, mhm, und geprägt. Ich meine, es ist schon ein ungeheurer Mentalitätswandel, ja, was Keller da vollzieht. Aber die ganze Zeit macht das ja auch durch. Also ich meine, mhm, Säkularisierung, ja, Industrialisierung, Modernisierung, mhm, Liberalisierung, da passiert unglaublich viel. Ja. Und es entsteht eine neue politische Kultur. Man hat davor irgendwie so etwas wie Feinde gehabt. Jetzt, ja, hat man politische Gegner, mit denen man, mhm, Argumente austauschen, ja, muss, mit denen man zusammenarbeiten, ja, muss, mhm, in der Politik. Ja. Wie gut haben die Menschen damals das eigentlich verarbeiten können oder aufgenommen? Den Umbruch meinen Sie? Genau. Jetzt, ne? Also ja, dazu ist ja Kellers Werk da, dass man genau das studieren kann eigentlich. Mhm. Weil wenn er sich an seiner Zeit abarbeitet, sieht man das sehr deutlich. Die, wie man es beschreiben könnte, also die Kellers Werk zeigt eigentlich den Weg eine Nation in eine demokratische Gesellschaft, nicht den Übergang. Und was man natürlich da sieht, ist, es ist keineswegs so, dass man Knopfdruck macht und jetzt haben wir Verfassung, jetzt haben wir einen Bundesstaat und jetzt läuft es halt einfach so. Sondern was bei Keller immer wieder aufscheint, ist das, was vorher war, also eine Zeit, die sich heroisiert, also im Fähnlein der sieben Aufrechten, nicht die sieben Aufrechten, die eigentlich Krieger waren mit Jesuitenjäger, mit Gewehren, ja, und die Söhne werden jetzt alle Schreiber, aber die sind noch da. Was macht man mit denen, mhm, jetzt? Ne? Und diese Kräfte sind auch immer noch da und die betrachten, haben immer noch eine Vorstellung von Feinden, ja, und dieses im wahrsten Sinne des Wortes polemische Denken sieht Keller in diese neue Zeit einsickern, wie er auch einsickern sieht, Irrationalismus, Aberglaube. Ja. Dass das noch mitläuft. Das läuft alles, mhm, mit, das versinkt, man könnte sagen, das sickert so ein und Keller in seinen, auch in Selvila, nicht, man könnte sagen, der
schaut im Grunde so von oben drauf und merkt, da bewegt sich immer noch mal was und hier bewegt sich noch mal was. Sobald es um Armut, sobald man Verhältnisse hat, wo es um Armut geht, wo Leute an die Existenzgrenze kommen, zeigen sich bestimmte Phänomene immer wieder. Und dann brechen natürlich solche Heroismen wieder auf und Aberglaube bricht wieder auf. Ist ja, ja sehr aktuell, wenn man denkt, die Ängste der Mittelschicht, Abstiegsängste heute, Populismus, autoritäre Regime, dass die liberale Demokratie gar nicht so eine Selbstverständlichkeit ist und das würde ich Gefahr okay, ist. Jetzt. Das mit Sicherheit. Also ich glaube, was nicht funktioniert, ist, dass man sagt, Keller ist deswegen aktuell, weil wir genau die Probleme, die er hat, die er beschreibt, bei uns wiedersehen. Aber als ein Spiegel, das heißt, Keller kann im Grunde beschreiben, wie die junge Eidgenossenschaft eigentlich untergründig durch Dynamiken geprägt wird, die sie eigentlich aus sich ausschließen will, aber nicht kann. Ja? Und wir könnten natürlich sagen, die Schweiz 2019 oder vielleicht überhaupt die westeuropäischen oder die westlichen Demokratien 2019-20, da tauchen bestimmte Dinge aus diesen Untiefen wieder auf. Und die Keller gerade einwandern sieht. Nicht? Und die kommen dort wieder auf. Und insofern ist das Werk natürlich zur Analyse der Gegenwart durchaus sehr hilfreich. Und noch einen anderen Aspekt möchte ich gegen Schluss der Sendung aufgreifen, nämlich, dass die Demokratie, wir haben das schon ein bisschen angetönt, auch von Seiten der Ökonomie in die Enge getrieben werden kann oder bedroht sein werden kann durch die Vorherrschaft der Ökonomie, des Kapitals, des Geldes, das irgendwie auch einen korrumpierenden Charakter auf die Gesellschaft oder auf den Charakter des Einzelnen haben kann. Und das zeigt Keller in verschiedenen Werken, aber auch in seinem Spätwerk, dem Roman Martin Salander. Und wir möchten daraus uns kurz eine Stelle anhören, gelesen von Hans-Peter Müller-Drossa, kürzlich im Literaturclub. Zum Verständnis der Stelle muss man sagen, es geht da darum, dass die beiden Töchter von Martin Salander unglücklich sind in ihrer Ehe, in ihrer Liebe mit zwei Zwillingen, die Weiderlich-Zwillinge. Und die Mutter dieser beiden Zwillinge, die spürt das und die geht dann zu Frau Salander und möchte wissen, was denn da los ist. Dass Sie es wissen wollen, so muss ich es Ihnen sagen. Meine Töchter haben ihre Heirat bereut. So, sagte die arme Frau Weiderlich mit gedehntem Laute, höchst betroffen und bleich geworden. Sie fühlte das schöne Lebensgebäude schwanken, das sie mit so viel Sorge und Kunst ihren Söhnen aufgerichtet. Als sie sich vom Schrecken etwas erholt, fragte sie mir kleinlaut als trotzig, was denn die Frauen groß Ursache hätten, die Heirat zu bereuen. Ja, das ist eben das Verwunderliche, das sich mit der Zeit verlieren kann, weil es ertragen werden muss. Sie sagen von den jungen Herren, es sei nichts mit ihnen, sie haben keine Seelen. Mit rotem Kopfe, den sie so stark schüttelte, dass der Hut darauf mit allen Blumen und Bändern zitterte, der müden Beine vergessend, sprang die Frau Weiderlich aus ihrem Sessel auf und rief tödlich beleidigt, »Keine Seele, meine zwei Buben!« Rund und nett habe ich sie zur Welt gebracht und jeden habe ich sein Seelchen mitgegeben von meiner eigenen unsterblichen Seele. Wo soll ich dann hingekommen sein? Würden sie Landschreiber geworden sein? Keine Seelen, die verfluchten Gänse. In diesem Moment erscheint ihr Vater, ihr Mann, in völlig desolatem Zustand. Jakob, wo kommst du hierher? Als sie die ratlose Verfassung seiner Gesichtszüge genauer sah, durchfuhr sie ein Schrecken. »Was hat's gegeben, Jakob?«, fragte sie mit bleicher Furcht, da das Unbekannte, welches den sonst so ruhigen Mann aus dem Hause getrieben, ihr doppelt schreckhaft erschien. »Unser Sohn Isidor ist in der Stadt. Er sitzt gefangen, in schwerer Untersuchung. Sie haben ihn gestern Abend gebracht.« Ja, die beiden Zwillinge, die hätten keine Seele. Ja, sie haben keine Seele. Man kann sich ja fragen, haben die keine Seele, weil sie Zwillinge sind? Oder sind das Zwillinge, weil sie keine Seele haben in diesem Text? Und ich würde sagen, das Letzte ist eigentlich richtig. Dazu muss man wissen, das sind nicht umsonst Zwillinge in diesem Werk. Nichts gegen Zwillinge übrigens, die jetzt zuschauen. Sondern Zwillinge haben ein Problem
in Kellers Werk, nämlich man weiß nicht, was ist das Original und was ist das Duplikat. Ja? Das, mhm. Und das ist, das könnte für zwei Menschen egal sein. Das Problem ist aber, dass ich das auf einen Komplex bezieht, der mit dem Wirtschaften zusammenhängt. Massenproduktion? Mit Massenproduktion, aber vor allem mit was anderem. Nämlich, wenn man genau schaut, die Weidelich-Zwillinge sind Notare. Ja, man hat zwei Notare. Was machen die? Die haben Schulden, weil sie sich verspekulieren die ganze Zeit und versuchen im Grunde ihre Schulden damit zu begleichen, dass sie Schulden verdoppeln. Also die haben Schuldbriefe, die abgelöst werden und die lösen sie aber nicht ab, sondern die kann man weiterverkaufen. Mehr Schulden. Wie man das bei uns von der 2008, von der Finanzkrise kennt. Also man verkauft Schulden immer weiter und bündelt die Spekulationsblasen stehen. Und auf einmal irgendwann muss einer zahlen und kann es nicht und dann bricht es zusammen. Mhm. Und Keller untersucht eigentlich in diesem Roman genau dieses Prinzip. Er sagt also, was passiert eigentlich in dem Moment, in dem wir nicht mehr ein ganz einfaches Verhältnis haben, hier ist die Ware, da ist im Grunde der Betrag, der aneinander, der daran gefesselt ist, also eine feste Ökonomie, sondern wenn wir auf einmal Geld mit Geld machen, nicht, wenn es Finanzökonomie gibt. Das ist für das 19. Jahrhundert überhaupt ein großes Problem, weil wenn man Urs Stehelin zum Beispiel liest, da können Sie nachlesen, dass die Finanzökonomie natürlich wuchert, ne, in dieser Zeit. Also es gibt Börsenberater und alles, ne, und Büchchen, ne, man machen kann, alle spekulieren, das ist wie Glücksspiel. Mhm. Während die Wirtschaftswissenschaften, also die Nationalökonomie, die halten das überhaupt gar nicht für Ökonomie. Ne, die sagen, Finanzökonomie, das ist eigentlich ja nur Spielerei, das hat ja mit Volkswirtschaft gar nichts zu tun. Und man hat also gar keine Begriffe und gar kein Verständnis dafür, was da eigentlich gerade richtig passiert. Und was Keller macht, ist, dass er zeigt, dieses Prinzip, dass auf einmal sich Werte auf Werte beziehen und hochschaukeln und Leute auf einmal bankrott gehen und man weiß aber gar nicht, was ist passiert. Die haben doch noch alles, nicht? Aber auf einmal haben sie Schulden. Oder Martin Salander selber, nicht? Ist irgendwie jahrelang in Brasilien und erwirtschaftet ein Vermögen, gibt das an eine Bank, die mit einem Zürcher Bankhaus in Kontakt steht, kommt zurück und dann ist das Bankhaus halt bankrott. Mhm. Und gar nichts hat er mehr. Nicht? Mhm. Das versteht man natürlich erstmal nicht. Und ja, dieses abstrakte Geld, das sich verselbstständigt. Marx würde sagen, reiner Tauschwert, kein Gebrauchswert mehr. Genau. Ich meine, Marx ist auch ein Stichwort, weil 1848, kommunistisches Manifest, diese Idee des Kommunismus geistert darum. Ja. Bei Keller findet man immer wieder kapitalismuskritische Stellen, eben an diesem Casino-Kapitalismus, Spekulation. Mhm. Liebäugelte er auch mit dem Kommunismus zeitweise? Also, oder? Ja, also er hatte in den 1840ern, ganz früh, nicht, hatte er durchaus Kontakt, das gab es ja, nicht, hatte einen kommunistischen Bekannten. Da war er aber eigentlich nie richtig engagiert, muss man sagen. Nicht? Da war keine Parteigängerschaft eigentlich für ihn zu suchen. Die Kapitalismuskritik kommt aber natürlich schon daher, dass man sagt, es gibt so etwas wie im Kapitalismus eine Dynamik, die zur Desubstantialisierung von Gesellschaften führt. Ja? Entkernung. Und die Zwillinge sind eigentlich nur ein Symptom davon. Nicht? Die erscheinen so, weil sie genau das tun, was sie sind. Ja? Die verdoppeln Schulden. Ja? Man weiß nicht mehr, gibt es diese Schulden noch oder gibt es die eben nicht mehr? Gibt es die zweimal? Aber sie verdoppeln das Ganze. Mhm. Tatsächlich sind sie aber nur der Ausdruck einer ganzen Gesellschaft, der Martin Salander selber nämlich. Ja, der investiert auch in Immobilien, von denen er gar nicht weiß, wo die stehen. Also er geht durch eine Straße und sagt, irgendwo habe ich hier auch investiert. der glaubt noch an dieses Prinzip. Hat eine ganz, ganz schlechte Kenntnis dieser Welt, Menschenkenntnis. Der kann überhaupt nicht unterscheiden, was ist ein Wert und was ist keiner. Seine Frau kann das. Er selbst kann das nicht. Er selbst geht auch so über ein Wirtschaftssystem, sein eigenes, das über Sklaverei funktioniert, hinweg. Die Frau spricht es an. Es gibt also ganz viele Verwerfungen, kapitalistische Verwerfungen, die Keller sieht und auch benennt. Durch die Frauen? Durch die Frauen. Die Frauen können das. Welche Rolle spielen denn die Frauen in seinem Werk? Eine enorm große. Also abgesehen davon, dass natürlich auch einige der witzigsten oder man könnte sagen,
charismatischsten Figuren Frauen sind. Also Tys Bünzlin habe ich schon genannt. Aber es ist so, dass die Frauen in der Regel die sind, die auch Ordnung schaffen können und die im Grunde diese Illusionen, die sich Männer machen, am schnellsten brechen können. Ja? Die eben sagen können, das bist du nicht. Ja? Und die auch erziehen können. Ja? Also, also Frauen sind eigentlich bei Keller zu einem Teil natürlich wirklich so Katalysatoren. Also die können tatsächlich so das Wahre vom Falschen, könnte man sagen, scheiden. Ja? Man kann natürlich sagen, inwiefern sind Frauen hier Figuren, die sich auch wirklich mitentwickeln. Nicht? Inwieweit gibt es da nicht auch wieder diese Stereotype, die die Literatur des 19. Jahrhunderts immer wieder durchziehen, nicht? Also diese heiligen Figuren, ja, die unberührbaren, nicht? Die man könnte sagen, die Kindsfrauen auch. Die reinen und so, das die sich nicht entwickeln. Ja. Und, genau, das Meritlein ist natürlich auch mal so eine Figur, die sehr, sehr interessant ist. Aber das, Im Grünen Heinrich, ja. Das führt es ein bisschen weiter. Ja, aber, müssen wir nicht ausführen. Gegen Ende der Sendung würde mich noch interessieren, also wir haben jetzt über Keller, über verschiedene Aspekte gesprochen, als Schriftsteller des Scheiterns, könnte man sagen, vereinfacht, aber auch als gesellschaftspolitischer, gesellschaftskritischer Autor. Sie leiten ja auch einen Blog zur Geschichte, zur Gegenwartsliteratur. Einen digitalen Almanach. Ja. Digitalen Almanach. Ja, genau. Das heißt, Sie beschäftigen sich auch stark mit dem, was derzeit jetzt publiziert wird, aktuell. Und mich würde interessieren, welche Autorin, welcher Autor wäre denn der Gottfried Keller von heute? Man weiß ja nicht, ob man den Leuten damit einen Gefallen tut, aber ich würde sagen, wenn wir uns an so bestimmten Aspekten orientieren, zum Beispiel sowas wie Judith Schalansky, Verzeichnis einiger Verluste. Das ist ein Text, der genau das macht, was Keller auch macht. Die Aufmerksamkeit auf Dinge richten, die eigentlich schon verschwunden sind, ja, die es nicht mehr gibt, die Verlust gegangen sind. Mhm. Und aus diesem Nichts, aus diesen Fragmenten, die man noch hat, ja, im Grunde von Sappho zum Beispiel, nicht, Kulturgeschichten schreiben, große Kulturgeschichten schreiben, die einen Atlas macht über sowas wie der Atlas der abgelegenen Inseln. Also man weiß genau, man kommt da nie hin, aber daraus kann man Geschichten machen. Okay. Das ist jemand, der im Grunde so eine bestimmte Technik, die Keller hat, weiterführt in unserem Sinne. Übrigens auch jemand, der natürlich, vielleicht nicht von ungefähr, grafisch als Buchdesignerin nicht tätig ist, also wie Keller auch diese grafische Ader noch hat, wäre auch nochmal eine Anbindung. Mhm. Genau. Judith Schalansky, deutsche Autorin. Ja. Und genau dieses Verschwinden oder dieses Vergängliche auch, ist ja auch wieder mit dem Scheitern verbunden, auch mit der Diesseitigkeit, die wir besprochen haben. Vielleicht ganz zum Schluss noch ein Lesetipp von Ihnen, wenn man mit Keller einsteigen möchte oder alles schon wieder vergessen hat von der Schule. Mhm. Was empfehlen Sie? Also ganz spontan würde ich sagen, die Leute von Seldwyla. Leute von Seldwyla haben eine relativ geringe Schwelle zum Lesen. Nicht nur Gewicht, nicht vom Gewicht her. Vergleichsweise kürzere Novellen. Ja, man kann auch Pausen dazwischen machen. Mhm. Es ist aber natürlich so, wie das auch Peter von Matt immer gesagt hat, das Gemeine an Keller ist eigentlich, man kann ganz leicht reinkommen. Nicht? Man kann ganz leicht einsteigen. Bei Meyer zum Beispiel ist das viel schwieriger. Aber man glaubt dann immer, das wäre halt so ein leichter Autor. Das ist er gar nicht. Also man kann es auch fünfmal lesen und dann findet man immer noch viele Sachen. Aber ich würde mit Seldwyla beginnen. Das ist auch so ein bisschen das Heiterste, was man hat. Ja? Gut, Philipp Theisson, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke fürs Hiersein. Ja, bald schon sind Europawahlen und angesichts der Turbulenzen um den Brexit dürfte es spannend werden. Barbara Bleisch diskutiert nächste Woche mit den Politikwissenschaftlern Ulrike Gero und Frank Schimmelfennig über die Idee Europa und fragt, ist Europa mehr als ein Kontinent? Und jetzt gleich gibt's Musik, und zwar zum Abtanzen, und die klingt so. Ja, und wenn Sie wissen wollen, warum das Duo Daft Punk Musikgeschichte geschrieben hat, dann bleiben Sie dran.